Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von City Skyline. Weiter geht's. Und genau, wir machen weiter. Und ja, ich muss hier irgendwas bauen, dass die Autos hier runterkommen. Ich habe mal wieder diese Idee. Ich finde diese Idee eigentlich immer ganz cool, aber ich glaube, die ist gar nicht so cool. Ich glaube, die ist gar nicht so cool, wie ich sie mir immer vorstelle. Aber naja, das ist ein anderes Thema. So. Da geht oder was? Okay, interessant. Hier geht nicht. Nein. Hier geht. Und dann würde ich das gerne noch machen. So. Dann können die nämlich jetzt hier rauf und ran fahren. Und dann kommt nämlich hier oben jetzt sowas dran. Die auch dann direkt auf den Boden darf. Und zwar bis hier. So, der Plan ist hier, wie gesagt, neue Industrie zu bauen. Und ich habe wieder einen Plan. Ich weiß nur nicht, ob es hinhaut. Und ich nehme euch jetzt einfach mit. Also der Plan ist tatsächlich wie folgt. Das Grundgerüst steht schon. Und ich glaube, so werden wir das jetzt auch weiterbauen. Und alle, ich weiß nicht, 500 Meter oder sowas, werden wir nochmal schauen, ob wir nicht irgendwo, irgendwie was Neues bauen. Okay, wir brauchen hier oben auf jeden Fall Strom. Das ist wichtig. Deswegen werden wir hier einen Umwandler bauen. Den Umwandler werden wir einmal hier durchziehen. Und ja, ich werde den jetzt erstmal hier dran bauen. Keine Ahnung. So. Dann hätten sie nämlich hier oben erstmal Strom. Dann müssen wir Wasser gucken. So. Einmal hier, einmal da, einmal dort, einmal hier. Da und dort. Okay. Das ist auch da. Jetzt müssten sie eigentlich alles haben. Und ich würde hier anfangen jetzt tatsächlich mit dem Bau direkt. Und wir machen hier oben auch jetzt alles einmal hin. Also hier kommt eine große Feuerwehr hin. Hier kommt eine große Polizei hin. So. Hier kommen auch für die Jungs und Mädels Parks hin. Dass die hier auch Spaß haben können. Wichtig. Und zwar hier. So. Dann würde ich denen auch gerne zur Verfügung stellen Internet. Natürlich. So. Und hier kommt eine Straßenbahn hin. Oder beziehungsweise eine U-Bahn. So. Genau. Das ist so der To-Do, den ich auf jeden Fall denen anbieten würde. Wir versuchen hier mal oh, da müssen wir weiter runter scheinbar. Noch weiter runter. Okay. So, zwei nochmal hoch. Und dann gehen wir nochmal 5 runter. Ich hoffe. Nee. Okay, den mag er wirklich nicht. Also den müssen wir tatsächlich. Den müssen wir tatsächlich oberirdisch bauen, ne? Den mag er gar nicht hier. Okay, alles klar. Ist ja kein Problem, machen wir es so. Okay. Heißt also, wir bleiben hier auf minus 20 erstmal.
The leader of the city services division is with us in the studio today to talk about. So, dann gehen wir hier auf 1 rüber. To provide vital services. Isn't that going to be costly, Mr. Councilman? Oh, well, quite frankly, yes. It is an additional expense, but the residents expect a certain level of service. Und da müssen wir nur mal gucken, wo wir. Ich wollte jetzt gerade sagen, mal gucken, wo wir den anschließen, aber hier haben wir ja einen relativ guten Anschluss. Okay, und dann lassen wir die Züge von da nach hier fahren und wieder zurück. Und dann war es dort eigentlich auch schon. Dann werden wir das Ganze jetzt ein bisschen anschließen. So, okay. Und ja, hier werden jetzt natürlich erstmal keine Leute einziehen. Hier wird erstmal gar nichts passieren, glaube ich. Aber wir haben es schon mal als Fläche und das ist halt die Fläche, die ich gerne später wirklich für die Industrie so weiter benutzen möchte. Hier werden wir einmal durchfahren. Na, also alles wirklich so einfach wie möglich. So, und hier. Nein, nein. Ja. Jupp. Nein. Ja. Okay. Ja. Die Fläche wird halt wirklich riesig, muss man sagen. Ne? Also wenn ich das jetzt schon sehe, also die Fläche wird wirklich riesig. Hier gibt es doch diesen Schwarmbild. Wie funktioniert das Ganze? Hä? Das ist abgefahren. Bringt halt gar nichts, oder? Hä? Warum sollen denn da mittendrin auch nochmal Straßen sein? Hä? Okay, wir machen es einfach mal so, wie er das vorschlägt. Aber das ist ja halt auch falsch. Ich krieg schon die Krise damit. Alter, was ist denn hier passiert? Junge, was ist denn? Oh Mann. Oh Mann. Warum baue ich nicht einfach immer so weiter, wie ich sonst auch mache? Frage ich mich jetzt gerade wirklich. Warum mache ich nicht einfach so weiter, wie ich sonst auch mache? Warum muss ich hier wieder irgendwas austesten, was dann so oder so nicht so ganz funktioniert? Oder so wie ich das gerne hätte. So, das schieben wir jetzt einmal wieder hier durch. Klack. Dann würde ich das nämlich nochmal so machen. So. Und das bauen wir einmal gerade durch. Dass wir hier in Ruhe die Querstraßen setzen können. So. Okay. Da ist tatsächlich schon einer eingezogen. Oder zieht gerade jemand ein? Yay. Ah, nee. Ich bin doof. Okay, ich bin doof. So. Ja. Die Fläche würde ich jetzt hier halt gerne abreißen. So langsam. So. Perfekt. Die ziehen nämlich langsam aus. Dann können die nämlich hier oben einziehen, wenn sie wollen. Guck mal, hier habt ihr ganz viel Fläche, wo ihr euch niederlassen könnt. Was mich halt ein bisschen wundert ist, dass wir haben halt kaum ungebildete Menschen hier wohnen. Ich weiß halt noch nicht so ganz genau, was wir da machen können, sollen, müssen. Und das? Tatort. Hier wurde ein Verbrechen. Ah ja. Ah ja. Okay, da oben rennt es irgendwo im Arsch der Welt. Das ist mir aber egal. Und hier ziehen tatsächlich wirklich die ersten Menschen ein. Sehr geil. Je cool. Dann würde ich ja nochmal ein paar Parks hinbauen. So. Hier oben kommt nochmal Internet hin. Hier auch. Ach so. Oh nein, wir haben das Wichtigste vergessen.
Wir müssen noch Postkästen in Scharen setzen. Sonst werden die hier ganz schnell sehr schwer unglücklich. Und das wollen wir ja nicht. Das wollen wir ja nicht. So, und wir müssen natürlich ja noch ein Postamt setzen. Sonst ist ja hier noch mehr Weltuntergang. So. Und zwar würde ich das gerne dann hier hinbauen. Und das hier hin. Okay, und dann sind wir safe. Also, dann kann hier unten schon mal nichts mehr passieren. Okay. Hier ist tatsächlich die erste Industrie bei. Das Gebäude ist leer und kann gemietet werden. Oh, okay. Gut. Oder auch nicht so gut. Warum passiert hier nichts? Tja, ich frage mich gerade wirklich, warum hier nichts mehr passiert. Also, es gibt keine. Oh, es gibt keine Rückmeldung mehr vom Spiel irgendwie, habe ich die Vermutung. Also irgendwie. Oder ich habe irgendwas noch nicht gebaut, was sie jetzt gerne hätten, aber dann würden sie ja eigentlich sich beschweren oder so. Komisch. So. Und damit haben wir den letzten Streich. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Und dann haben wir die Fläche eigentlich komplett fertig hier. Die würde ich jetzt auch komplett einmal fertig bauen. Dann können wir nämlich hier oben nochmal ein bisschen Park hinbauen. Dann natürlich die Briefkästen. Die dürfen wir wieder nicht vergessen, ne? Jede Ecke, jede Straße kriegt eins. Und dann hätte ich hier oben gerne nochmal, glaube ich, Internet. Okay. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Ich bin hier mit dem Step durch. Das Ganze bauen wir hier nochmal. Und hier kommt dann so eine hin, die dann das Ganze verbindet. Aber was mich ein bisschen wundert, ich habe jetzt hier unten so viel Industrie abgebaut, dass hier nicht einer mal auf die Idee kommt, dann zu sagen, ja okay, wenn hier ja nichts mehr da ist, so... Dann suche ich mal was Neues oder so. Aber da ist ja noch gar nichts passiert. Okay, die Straße lassen wir. Die kann auch weg. So. Da. Was ist das? Okay, kann weg. Kann weg. Jetzt mal ganz ehrlich, das hier kann eigentlich auch alles weg. Ihr fahrt ja eigentlich nur diesen Umweg, dass ihr da nicht lang fahren müsst. Ah, das ist die Haltestelle, die muss noch ein bisschen bleiben, glaube ich. Die muss noch ein bisschen bleiben. Da würde ich tatsächlich einfach knallhart hier so eine Straße dran bauen, so. Fertig. Reicht das? Jetzt, ne? Ja, jetzt reicht das. Okay. Gut. So, hier kommt dann der Flughafen hin. Können wir da die Ampeln wegmachen? Danke. Wo könnten wir da einen Kreisel reinsetzen? Wenn es nur ein kleiner ist. Würde sogar funktionieren. Was passiert? Hey, geil. Wäre noch besser. Ja, noch besser.
Jetzt weiß er nicht mal, wo er hin möchte. Zu viele Kreisel. Da sind zu viele Kreisel. Aber hier oben zieht halt auch immer noch keiner ein, ne? Also, ist halt so... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. KW 2, irgendwas. Hm. Nicht wirklich viel, ne? Nicht wirklich viel. Aber er braucht mal wieder Gewerbegebiet. Er braucht mal wieder Gewerbegebiet. Komm hier. Kriegst du alles an Gewerbegebiet? Wo warst draus? Ich habe halt keine Ahnung, was die mit dem ganzen Gewerbegebiet da oben machen wollen. Ich habe wirklich keine Ahnung. So, dann würde ich jetzt hier oben, wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Kohle, die mal eben kaufen. Und, achso. Und ich würde tatsächlich die da kaufen wollen. Wie teuer sind die denn? Kriegen wir sogar gekauft. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt gucke ich mir nochmal ganz kurz diesen blöden Flughafen an. Und der würde jetzt hier tatsächlich hinpassen. Das ist doch schon mal was. So, und das scheint der Eingang hier zu sein. Also brauchen wir jetzt 4 Millionen. Dann kommt hier eine Querstraße hin. So. Die dann hier hingeht. Und die dann da hoch geht. Moment. Kann ich... Kann ich. So, und hier würde ich jetzt tatsächlich den Flughafen hinbauen. Wenn der dahin passt. Ja, passt. Ich würde ihn sogar noch ein bisschen... Moment. Ich werde es kurz gucken. Ich habe wieder einen Plan. Okay, hier würde das tatsächlich hinpassen. Okay, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe nur eine Idee. Mal gucken, ob wir damit hinkommen. Noch eine? Nein. Noch eine? Jo, das sieht gut aus. Wie gesagt, so, jetzt nehmen wir mal ist mal wieder eine Schnapsidee. Aber vielleicht funktioniert die Schnapsidee. Können wir das einmal? Können wir nicht. Doch, können wir. Okay, bis zum Baum circa. Also hier hin. Und hier würde ich die jetzt gerne dran machen. Okay, nach unten auch. Okay, in beide Richtungen würde es gehen. Und so würde ich dann tatsächlich hier jetzt die zwei hinbauen. Einmal hier, einmal oben. Und dann kommt hier der Flughafen direkt dran. Heißt also, hier Flughafen. Was war denn? Internationaler Flughafen. Hier. Ziemlich nah dran. Wir könnten auch hier noch den kleinen Flughafen hinbauen, aber. Also den könnten wir da gegenüber bauen. Weiß ich nicht. Also hier eigentlich. So, dass wir den hier hinsetzen. Den kleinen hier. Hatten wir den nicht sogar? Nee, ne? Also wir hatten noch gar keinen Flughafen, richtig. Okay, dann würde ich den tatsächlich jetzt gleich hier sogar hinbauen. Ja, hier hinbauen. Dann würde ich hier vorne, hier irgendwo oder da oder irgendwo noch den eine Haltestelle hinbauen für U-Bahn. Und dann wäre das tatsächlich auch alles angebunden. Hier zieht halt immer noch keiner ein, ne? Halt auch spektakulär. Das ist, naja, dazu sagen.
So. Wir reißen hier schon mal wieder ein paar Gebäude ab. Dass wir da unten rauskommen. Okay. Hier sind Millionen von Taxis unterwegs. Oder tun die sich da gerade schwer im Weg, da hochzufinden? Kann bitte jemand das Wasser wieder einschalten? Wir sind schon so weit. Oh. Oh. Ja. Und wir brauchen ein neues Wasseranschlüsschen. Grundwasserpumpe, nein. Abwasser, nein. Wasserpumpe. Ja. Okay. Okay. Sonst alles gut? Kann ich dir behilflich sein, oder? Geht. So, Wasser dürfte jetzt wieder da sein. Jo, okay, Wasser ist wieder da. Ja. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.